willkommen nach sehr, sehr langer Zeit wieder auf meinem Kanal mit einem neuen Video. Vielleicht hat eine oder der andere es mitbekommen. Ich habe meinen YouTube-Namen geändert. Ich heiße nicht mehr Anna Beauty & Co., sondern Mein Leben und ich. Ja, und ich war ja sehr lange weg und es gab viele Gründe, warum ich nicht da war. Einfach familiär war nicht alles in Ordnung. Es gab auch was mit den Kindern. Das sind auch natürlich positive Sachen passiert. Ja, ich fange mal ab dem Zeitpunkt an, wo ich das letzte Video gedreht habe. Es war, glaube ich, über meine Taschen war das oder der letzte Haul von August. Vielleicht wissen manche oder andere noch, ich habe ja damals angefangen zu arbeiten. Und es hat mir auch sehr gefallen, es war sehr schön, aber nach einer Zeit habe ich gemerkt, es ist doch sehr anstrengend, Kinder, Arbeit und YouTube unter einem Hut zu bekommen. Es ist sehr anstrengend, deswegen sehr großen Respekt an die Mütter, die arbeiten gehen und zusätzlich den Haushalt und die Kinder noch schmeißen. Es ist wirklich nicht sehr einfach, nicht wie man denkt, auch das Haushalt. Der Haushalt macht sich von allein, das stimmt nämlich nicht. Und ja, und deswegen habe ich auch einer von den vielen Gründen, warum ich aufgehört habe, weil es einfach zeitmäßig nicht mehr so gepasst hat, dass ich Videos drehe und sie schneide, weil ihr wisst, oder manche wissen es von euch vielleicht, es nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, man muss sehr viel Zeit da reinstecken, um das alles vorzubereiten, das alles zu machen. Und ja, das war der eine Grund. Der andere Grund war einfach, irgendwann mal hatte ich einfach auch keine Lust mehr. Weil es gab ja auch ein paar negative Kommentare. Natürlich muss man damit rechnen, dass dem einen oder anderen es nicht gefällt. Man kann nicht jedem recht machen, aber ich bin so eine, wenn ich was mache, dann möchte ich das zu 100% machen, und wenn dann etwas Negatives kommt, dann ja, zieht es einen mehr oder weniger runter. Und dann habe ich gesagt, ach, es guckt doch eh kein Schwein die Videos, wozu mache ich mir die Mühe? Ich setze mich immer hin und mache das und es interessiert keinen, dann höre ich einfach auf. Ja, und wenn ich mal wieder Lust dazu hatte, kamen wir immer was dazwischen. Die Kinder hatten beide OPs gehabt mit ihrer Nase und ja, es war einfach auch etwas Stress, sagen wir es mal so. Ne? Natürlich macht man sich Sorgen über sein Kind, auch wenn die Ärzte versichern, ach, das ist nur ein kleiner Eingriff, es wird nur was gemacht, und dann ist wieder alles gut. Ja, zum Glück ist nichts Schlimmes passiert, es ist alles gut, den Kindern geht es gut und alles. Ja. Dann der andere Grund, wir haben Zuwachs bekommen. Und zwar unsere dritte Tochter, die ist letztes Jahr, also 2017, im Dezember geboren. Sie heißt Paula und die ist momentan 10 Monate alt. Ja, wie ihr wisst, ich hatte ja eine Spirale drin stehen und ich habe mich auch dazu geäußert, dass wir kein drittes Kind mehr möchten. Und ja, mit zwei wären wir zufrieden, aber nach langem Hin und Her überlegen und mit Gespräch mit meinem Mann zusammen haben wir uns doch entschieden, dass wir doch ein drittes Kind gerne wollen, beide. Und es war auch eine gute und ja, tolle Entscheidung, dass wir uns doch dazu entschieden haben, nochmal das dritte Kind zu bekommen. Ja, das war das Positive. Dann haben wir noch tierischen Zuwachs bekommen. Wir haben zwei Hunde uns angeschafft. Einmal die Sunny und einmal die Lissy, die schlafen gerade. Und ja, das waren so die Gründe und die ja, mehr oder weniger mal dazugekommen sind, warum ich keine Videos gedreht habe, weil mit Neugeborenen und zwei etwas älteren Kindern ist es ein bisschen schwierig. Man braucht dafür etwas Zeit und Geduld und alles, ja, und das hatte ich am Anfang etwas nicht. Ja, oh, genau, das waren so die Gründe, warum ich einfach keine Videos gedreht habe, weil es einfach nicht funktioniert hat, entweder von der Laune her oder von irgendwelchen anderen privaten Dingen, die einfach dazwischen gekommen sind und die einfach für mich wichtiger in dem Moment waren als YouTube. Genau.
Ja, was gibt es noch zu sagen? Das Format der Videos wird sich ein bisschen etwas ändern. Es wird nicht mehr der Hauptteil über Schminke und Beauty und sowas sein, weil ich möchte das Format ein bisschen erweitern. Ich möchte auch noch ein bisschen mehr Vlogs drehen, vielleicht über Haushalt, über Kinder, wie das Leben einfach einer ganz normalen, dreifachen Mama so im Alltag verläuft. Ne? Nicht mehr dieses, ach, ich schmink mich, mach mich fertig, mach das oder das. Natürlich werden auch noch Holz geben, das bleibt ja. Aber sonst werde ich versuchen, das Format etwas zu ändern. Wie oft die Videos jetzt am Anfang rauskommen werden, kann ich euch noch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich werde es versuchen, natürlich regelmäßig was zu filmen und auch fertigzustellen und für euch veröffentlichen. Aber seid mir nicht böse, ich muss da erstmal auch wieder reinkommen. Nach fast über einem Jahr wieder anfangen ist doch etwas schwierig, aber ich denke mal, ich werde das schon schaffen. Natürlich, wenn ihr welche Videowünsche habt, könnt ihr mir unter diesem Video in die Kommentare schreiben. Ich werde es mir durchlesen und versuchen natürlich, es zu erfüllen für euch. Ja, was gibt es noch zu sagen? Eigentlich nichts mehr. Eins wollte ich noch sagen. Ich wollte mich sehr gerne bei meinen Abonnenten bedanken, die da geblieben sind, trotz diesem Jahr, wo keine Videos kamen und einfach nichts von mir. Das freut mich sehr, dass ein paar Leute doch geblieben sind, die einfach abgewartet haben, was jetzt passiert, kommen noch Videos oder nicht, und nicht einfach deabonniert haben und sagen, ach, die macht keine Videos, dann lösche ich die einfach und Feierabend. Deswegen möchte ich mich wirklich sehr, sehr herzlich dafür bedanken, dass die da geblieben sind. Und ja, das hat mir eigentlich wieder neuen Mut gegeben, um die Videos wieder zu starten. Genau, das wollte ich nochmal sagen. Und ansonsten, denke ich mal, sehen wir uns demnächst mit einem neuen Vlog, denke ich mir mal, werde ich mal anfangen. Ich werde euch mal die Paula vorstellen, wie sie aussieht und alles drumherum. Die zwei anderen Kinder sind natürlich älter geworden, größer geworden, interessanter. Und ja, ansonsten werden wir uns bald wiedersehen. Und ich möchte mich wirklich sehr, sehr bedanken bei den Leuten, die da geblieben sind, weil das hat mich wirklich sehr gefreut, dass ich noch Abonnenten habe, die auf mich warten. Genau. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen, sonnigen Tag. Lasst euch nicht runterkriegen, denn ich mache es auch nicht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!